You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schyami hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Wir sind wieder mal unterwegs im Arati-Becken hier auf meinem Vergelter. Habe ich das gerade schon gesagt? Ich bin heute schon mal mega verwirrt, das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir haben hier nach wie vor die gleichen Talente wie immer, also die Ehrentalente, die normalen Talente sind gerade auch die gleichen, wie auch schon die letzten Male. Wir gehen erstmal zur Mine, wobei ich glaube, bei der Mine kommt gerade gar nichts, denn der Einzige, der zur Mine ging, ist gerade wieder umgedreht Richtung Stelle. Es sieht auch nicht so aus, als würden die Schmiede gehen. Irgendwie lassen die hier gerade alles offen. Kommen wir das so vor oder rushen die gerade mit allen Leuten, die sie haben, Richtung Sägewerk? Das sieht wirklich danach aus. Das heißt, die Basis haben wir und jetzt können wir ihn eigentlich, ich nehme ihn, glaube ich, gleich die Stelle weg. Kommt Proxy mit, wir sind hier in einer kleinen Stammgruppe, oder was ist klein, ist relativ, wir sind 4 Leute hier. Und jetzt gehen wir hier gleich mal beide zerlegen. Wir haben hier einen Hunter, wobei der Hunter wäre mir fast lieber, wenn ich den als erstes töten könnte. Jetzt bleibe ich erstmal hängen. Den slowen wir hier erstmal, dann sehen wir gleich Wings, dann will er auch schon wegspringen, dann stunnen wir ihn, dann kommt schon die Insignia, dann gibt es den nächsten Slow und jetzt muss er gleich Shell gehen, denn sonst ist er auch schon tot. Da ist sie schon. Dann geht es gleich weiter auf den Demon Hunter. Da gehen wir gleich mal beide Dev-CDs. Jetzt werden wir uns wieder auf den Hunter sticken, sofern es möglich ist. Gleich mal mit Rocket Boots zu ihm hin. Der Hunter muss als erstes weg. Da ist er tot. Und dann schauen wir gleich mal, dass wir die Base hier kriegen. Wobei, Demon Hunter passt ein bisschen auf. Verlieren wir die andere Basis? Nein, wir sind auch mit relativ vielen zu Säge hochgegangen. Das heißt, die können nicht so schnell hier unten tappen. Ist der gerade gestorben? Da kommt er runter. Schon mal ein sehr guter Anfang, definitiv. Wir verteidigen allerdings die Mine, ne? Das heißt, wir müssen schauen, dass keiner zur Mine runterrennt und die uns nicht aus Versehen irgendwie geklaut wird. Wir schauen einfach mal. Okay, die haben wir zumindest mal. Das heißt, selbst wenn einer tappt, dann können wir wenigstens auch rechtzeitig nach unten gehen. Lassen die einfach mal unverteidigt. Jetzt schauen wir erstmal, was denn da oben los ist. Da oben steht noch ein DK. Das heißt, die verteidigen definitiv auch noch diese Basis und versuchen wahrscheinlich gerade unsere andere einzunehmen. Schauen wir, ob ich hier irgendwie vorbeikomme. So ganz unbemerkt. Vielleicht kann ich ihn auch noch die letzte Base klauen. Also wenn nur der DK oben verteidigt, kriege ich den eventuell down. Zwar nicht so schnell, also wenn er nach Verteidiger, nach Support schreit, dann habe ich wahrscheinlich gleich mal ein Problem. er merkt uns. Ich dachte gerade wirklich, er schenkt uns keinerlei Beachtung. Wir haben hier vorne noch einen Jäger. Ich kriege allerdings keine Unterstützung. Das heißt, das wird ein bisschen schwierig werden für mich hier, das zu gewinnen. Kann auf jeden Fall, soll ich zuerst Leon Hands ziehen? Ich glaube, ich benutze zuerst Leon Hands. Dann kann ich nämlich eventuell gleich nochmal meinen zweiten Dev-CD ziehen. Jetzt sind wir hier noch im Schild. Warum heilt er sich so krass gegen? Oder mache ich gerade überhaupt keinen Schaden? Eins von beiden muss es... Na, der heilt sich irgendwie. Schon wieder gerade im Stun. Ah, jetzt hat er hier irgendwo... Was? Was ist das? Beastmaster Heal. Ich habe noch eine Sekunde auf Bubble. Nein! Das war unlucky bis zum geht nicht mehr. Was für eine Sekunde? Ich meine, ich hätte jetzt eh keine Heilung casten können. Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass ich von den anderen zwei gekickt worden wäre. Aber wir kriegen tatsächlich, glaube ich, jetzt diese Basis hier. Wenn die das jetzt nicht einnehmen, dann keine Ahnung, was gerade schief läuft. Aber das sieht mir definitiv nach einem schnellen Win aus. Wir holen schon mal zumindest sehr, sehr stark mit den Ressourcen auf. Der ganze Respawn ist jetzt allerdings bei Stelle. Das heißt, die tappen hier schon. Stelle ist schon weg, wie es aussieht. Ja gut, die haben jetzt relativ schnell hier aufgeräumt. Wobei unser Magier wäre eigentlich noch drüber. Drüben, Kev. Kev hat es wahrscheinlich nicht anti-tap geschafft. Ja, schade eigentlich. Hier ist irgendwas im Stealth gegangen. Ich schätze mal, irgendwo ist ein Schurke unterwegs. Ein Jäger verteidigt allerdings unten. Sollte eigentlich kein Problem haben gegen den Schurken, oder? Und hier ist nochmal ein Mönch. Den attacken wir hier mal ein bisschen. Ich gehe allerdings nicht runter zu dem. Ich hatte echt keine Lust drauf. Okay, jetzt zieht er seine CDs und dann fällt er erstmal den Berg runter. Hey Mann, er tut mir gerade wirklich leid. Und dann laufen seine CDs auch schon aus. Da kommt er trotzdem nochmal zu mir. Schauen wir jetzt wieder mal, wahrscheinlich noch Carmen auf mir, oder? Carmen da nochmal? Nein, er springt in den Tod. Okay, das haben wir. Dann die Säge haben wir eingenommen. Jetzt könnten wir vielleicht nochmal ganz schnell drüben tappen. Wobei da verteidigt der Demon Hunter, glaube ich. Und Demon Hunter kriegt nicht so schnell down, denn der hat dieses Entrinnen-Dingen. Dieses Ausweichen und das hält halt so lange an, dass ich da never einen Tap durchkriege, so schnell, bevor nicht irgendwas an Verstärkung da ist. Dann, der DK ist wieder hier. Den DK werden wir gleich mal, aus dem Target verloren. Den werden wir erstmal slowen, damit er hier mal in Slow Motion rennt. Wobei, der rennt trotzdem. Der rennt, ist gerade noch mega lange schnell gerannt. Der läuft einfach durch. Hat das jeder Hunter wieder? War das nicht nur durch Spirit Beasts?
mit dem Heal? Oder täuscht mich das? Ich glaube, das war nur durch die Spirit Beasts, oder nicht, der Heal? Dann stunnen wir den hier nochmal kurz Hand. Da hat er sogar noch eine Insignie bereit. Dann friert er mich nochmal ein. Dann wirbeln wir rüber. Da ist er tot. Nächster Hunter. Hunter und Magier sind halt komplette Counter für mich. Also ich kann hier wirklich nichts machen. Deswegen verpissen wir uns hier einfach kurzerhand. Wir fliegen schon sehr, sehr knapp über den Boden gerade. Der Hunter verfolgt mich natürlich auch. Und das ist nicht sehr gesund für ihn, würde ich mal fast behaupten. Und da geht er auch schon in die Shell rein. Dann gehen wir hier in unseren Death. Meine Bubble hat gerade einfach geborgt. Was habe ich gerade für einen Hit kassiert? Oder hätte ich für einen Hit kassiert? Dass meine Bubble gerade einfach angegangen wäre. Ein bisschen. Ja, okay, das sterbe ich einfach. Komm ich noch weg? Please! So viele fucking Jäger, Alter. Das gibt's nicht. What the fuck, man. So die ganze Pet-Armee hängt einfach auf mir drauf, man. Ach, blöd gelaufen, Mann. Blöd gelaufen. Ich habe gerade echt den Healer nicht gesehen. Ich habe den Mönch-Healer viel zu spät gesehen. Aber der Mönch-Healer, glaube ich, stirbt schon fast, oder? Nein, der läuft halt immer noch darum. Der Mönch-Healer ist nicht... Ich mache hier nur Anti-Tap. Bis so lange, bis irgendwas an Verteidigung noch kommt. Das heißt, ich stelle mich hier einfach mit meiner Bubble ran. Und dann hat der Magier durchgetappt und nicht der andere. Okay, feels fucking bad, man. Okay, da habe ich keine Chance, da brauche ich mich nicht mal verteidigen. Ich glaube aber, dass ich das anti-tappen kann, denn wie ich die Allianz kenne, reiten jetzt gleich alle Richtung zur nächsten Base. Pace. Was ist heute mit meiner Aussprache, Mann? Das heißt, wir sollten das hier gleich mal kriegen. Komm. Der Jäger geht weg, der zweite Jäger ist noch hier, der dreht auch ab. Und der letzte Jäger weiß nicht so ganz, in was für eine Richtung das er laufen soll. Ein Jäger haben wir noch. Zwei, die extrem verwirrt in der Gegend rumstehen. Ich gehe jetzt einfach runter. Fuck that. Ich wollte mir eigentlich doch den Berserker-Buff holen, aber das war schon ein bisschen zu spät. Wobei, hier. Aber doch noch. Stunnen wir den. Schätze ich mal, dass der eine Insignie hat. Findet sie nicht. Nee, hat wohl doch keine. Und er springt auch schon weg. Slowt mich allerdings nicht. Das heißt, ich brauche hier keinen Freedom zu benutzen. Hat er noch Shell ab? Ich schätze mal ganz stark, dass er Shell noch ab hat. Nein, hat er nicht mehr ab. Dann gehen wir gleich zum nächsten. Dann boxen wir dem hier mal ordentlich rein. Der wird mich wahrscheinlich in der Trap setzen wollen. Das war der Hunter, der ein bisschen besser gespielt hat gerade eben. Dann stunnen wir ihn hier nochmal. Ich hoffe, er hat keine Insignie. Nein, hat er nicht. Wunderbar, der ist auch tot. Dann haben wir noch einen Magier. Magier sollte hier hoffentlich ableben. Dann versuchen wir zu tappen. Vielleicht lässt mich der Mönch... Ah, der Mönch hier ist eigentlich schon der... Warlock hier, ja, lässt mich sogar einfach. Und Respawn hatten sie auch keinen mehr, das heißt, wir haben wieder vier Basen. Sieht wieder ein bisschen rosiger aus für uns, wobei es ja die ganze Zeit schon ziemlich gut aus für uns. Warum macht ihr die ganze Zeit Dämonen so an? Das bringt gegen zwei Leute nicht sehr viel. Und wir haben alles down. Jetzt soll ich sogar mal healen. Jetzt supporte ich mal meiner Support-Klasse, die nichts mehr healt. 100k Heals for the win. Für den Hybriden wirklich irgendwie schon extrem merkwürdig momentan. Wenn deine Heilung einfach nichts mehr ausmacht. Gut, vielleicht kriegen wir sogar noch die Stelle auch nochmal. Wir gehen ja für alle Basen, ich will alles haben. Nice, guter Stealth. Guter AOE-Stealth. Jetzt kommt so eine kleine Sneak-Attack von der Seite. Okay, das kannst du komplett vergessen. Ich glaube, da kriegen wir keinen Down. Was haben wir jetzt verloren? Wie ging das denn? Da ist ein Jäger direkt an der Base. Alaria? Gegen den Magier? Was? Wieso? Warte, wir kriegen das hier. Zuerst schnappen wir uns gleich mal den hier, den kicken wir instant. Der ist irgendwie ein bisschen überfordert mit seinem kompletten Gameplay hier. Dämonische Ermächtigung lassen wir ihn auch nicht durch. Zähle ich dann schon wieder fast einen Kick ready. Jetzt macht er schon wieder Dämonen so an, dann wirst du halt keine Splitter kriegen, wenn ich nur alleine auf dem bin. Und da haben wir schon einen Heal-Druiden, wobei der kam nicht mehr ganz mit der Heilung gegen an. Ah, der heilt den anderen. Okay, der andere ist auch tot. Irgendwer am Tappen, please. Kann irgendwer tappen? Gut, dann gehe ich wieder mal selber. Attackt er mich nochmal? Ja, er kickt mich natürlich nochmal weg. Ich schätze mal stark, dass ich sogar nochmal einen Respawn kriege. Oh, warte, wir haben die eine Base zurück und kriegen die hier. Okay, jetzt haben wir tatsächlich alle, oder? Nein, jetzt haben wir die Säge verloren. Was passiert hier ständig? Den looten wir hier weg, damit er hier nicht spawnen kann. Denn der liegt hier schon so lange. Das macht mir ein bisschen Angst gerade. Gehen wir uns mal selber voll. Das Problem ist, dass alle, die jetzt sterben, spawnen jetzt hier oben. Wenn ich jetzt auch noch weggehe, dann verlieren wir halt die Basis hier wieder instant.
Es geht schon einiges nach oben. Spectaten wir einfach mal kurz, was da oben abgeht. Zumindest wird nichts ins Ziel genommen gerade von Chasing. Na, die drehen schon wieder ab. Ich glaube, wir kriegen die Base, oder? Ne, doch nicht. Das sind zu viele. Nichtsdestotrotz, die Basis haben wir. Zwei kommen schon wieder. Ich schätze mal, der Dämonenjäger und der andere. Nein, was ist das? Ne, das ist der Heildruide. Der geht Richtung Mine. Lassen wir einfach mal den Jäger hier ein bisschen Spaß haben. Finde ich den Heildruiden hier irgendwo? Der versucht nämlich hier gerade durchzuschleichen. Ich verwirre den jetzt einfach, indem ich hier komplett irrational durch die Gegend springe. Next Level Tactics. Okay, selbst wenn er nach unten geht, ist eh egal. Ein Mönch verteidigt, Proxy verteidigt unten. Das heißt trotzdem, normalerweise sollten wir es haben. Schauen wir mal, ob noch irgendwo was anderes abgeht, damit es nicht ganz so langweilig gerade ist. Das letzte Arati, das wir gerade eben gespielt haben, haben wir nicht derbe verloren und jetzt gewinnen wir hier. Bis zum geht nicht mehr. Wunderbar, wieder einer tot. Wie bei uns in der Gilde einfach jeder diese Flagge besitzt, kommt mir mittlerweile vor. Dann schauen wir mal, was da oben noch abgeht, wenn ich irgendwann out of fight komme. Jetzt, ich bin zwar schon seit geraumer Zeit nicht mehr im Kämpfen, aber trotzdem in Fight. So, was haben wir hier oben? Hier oben haben wir schon mal einen Jäger, der die Falle hier in die Mitte platziert. Das heißt, wir laufen an der Falle vorbei. Dann werden wir uns hier gleich mal an diesen Jäger dran sticken. Der springt erstmal weg von uns. Dann schauen wir, dass wir gleich wieder neben ihm stehen. Und dann geht er schon wieder in alle Death-CDs. Und eine Trap noch dazu. Ich würde trotzdem gern noch diesen Jäger killen. Macht nochmal Totstellen. Bin ich nochmal im Stun. Jetzt kann ich endlich mal Schaden machen. Nein, krieg nochmal Desorientieren. Das fällt anscheinend auch nicht in den gleichen DR rein. Und dann ist es schon vorbei. Gut, das hätte ich so oder so verloren, muss ich ehrlich zugeben. Aber nichtsdestotrotz, geiles BG. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann ein Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.